Ja, wir wünschen auch einen guten Tag. Genau. Hallo, herzlich willkommen zurück. Dann reden wir mal mit ihr. Das ist nur ein kleines Dorf, aber wir arbeiten hart und das hatten wir schon alles. Genau. Guti. So, wir werden hier, heute genau nicht filtern, sondern ist keine Filler-Folge. Meine Quest weitermachen. Gott, ey, die labert und labert. Ich gehe jetzt mal da. Halt mal die Klappe, Mädchen. So. Du hast die Quest übrigens nicht markiert. Wir wissen das nicht, wohin wir sollen. Das ist der Punkt. Und ich habe nur keine Lust, dass sie die ganze Zeit mich voll labert. Und zwar ist das. Ja, das ist es, genau. Genau, triff dich mit dem Dieb. Die aktive Quest? Habe ich eine andere? Jetzt hast du sie aktiv. Wunderbar. Ich wollte nur gucken, dass ich nicht noch eine andere aktiv habe. Ja, also vorab. Ich zeige euch das nur mal schnell. Ich habe ein bisschen minimal gelevelt. Ich glaube jetzt ein oder zwei Level, nicht viel. Das habe ich natürlich jetzt nicht aufgenommen, weil das war im Grunde nur ein bisschen Wölfe jagen und sowas. Also nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Was ich gemacht habe, ist, ich habe hier bei Schießkunst diesen Punkt gewählt. Wenn du während des Zielens Blocken drückst, kannst du heranzoomen. Das heißt, was ist mit dem Todesschuss? Den kannst du ja auch bald lernen. Bald, ja. Das heißt, wir können ranzoomen. Ich muss dazu sagen, ich wollte das ja eigentlich zum Mage skillen, aber ich habe leider, auch wenn ich Oblivion gespielt habe, ich habe das Fable dafür, eine Mischung aus Schütze und Mage zu machen. Das hört sich für viele pervers an, aber es ist meine Spielart. Wie gesagt, den Khajiiten, den wir, oder Argonia, weiß ich selber jetzt nicht mehr so genau, den wir auf Twitch hochziehen wollen, den werden wir negativ machen. Das wird auch ein Schütze. Auch ein Leichtrüstler. Aber den werden wir dann nicht so magic skillen, wie wir den hier dann doch jetzt magic skillen. Also magic. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Mhm. Ich möchte das Dachzimmer mieten. Zingoldschung, ich möchte ein Zimmer. Ja, welches war's denn? Ja. Obwohl, warte mal. Wir gucken das eben schnell nach, weil wir haben ja, um mal nochmal anzuschließen, wir haben einen Brief bekommen. Brief eines, naja, Freundes. War das das hier? Müsste sein. Nee, das war nee, der das andere. Nicht. Und zwar war das die rätselhafte Notiz. So, Drachenblut, ich muss mit euch sprechen. Dringend, mietet das Dachzimmer im Gasthaus in Flusswald, bla bla, euer Freund. Also ist es tatsächlich das Gast, das Dachzimmer. Das Zimmer unter dem Dach. Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Okay. Ich hoffe, wir sind hier auch richtig. Ja, sollten wir ja. Ich glaube, das ist einfach nur ein Geheimcode, damit die dem Bescheid sagen kann oder so. Kann sehr gut sein. Dann mal ab ins Bettchen. Bett? Ja, ich denke schon, wir sollen es mieten. Ah, da, oder? Ach so, nö, da kommt sie schon. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Wir müssen reden. Folgt mir. Aha. Na toll, da hättest du auch gleich sagen können, brauchst nicht in das Zimmer gehen. Okay, aber sie hat das Horn geschossen? Oder sie ist einfach nur eine Dienerin, desjenigen, der sich's geholt hat. Schauen wir mal, bin gespannt. Ja, nun können wir reden. Wow. Falsche Rückwand. Darf ich vorstellen, typisch die Elder Scrolls. Wie eine Magierin. Wow. Wer spielt denn hier die Musik? Ach, haben die Plattenspieler? Das Buch vom Drachen. Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Ja, fragt ihr es direkt mal. Seid ihr diejenige, die das Horn genommen hat? Überrascht. Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Hier bin ich. Was wollt ihr? Ich habe nicht aus einer bloßen Laune heraus all diese Mühen auf mich genommen. Ich musste sicher gehen, dass es sich nicht um eine Falle der Talmor handelte. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche euch zu helfen. Ihr müsst mir einfach nur zuhören. Ich glaube ihr. Reicht weiter, ich höre zu.
Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Das heißt, wir dürfen sie anschreien. Oh, viele Fragen. Ja, schrei sie erstmal an. Ich meine, bevor sie uns mehr sagt. Ich meine, du kannst jetzt natürlich fragen. Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm von euch, überhaupt hierher zu kommen. Warum sucht ihr ein Drachenblut? Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Nein, haben wir noch nie von gehört. Ja, so habe ich erfahren, dass ich ein Drachenblut bin. Gut, und ihr werdet bald genug die Chance bekommen, es mir zu beweisen. Warum habt ihr das Horn aus Ustengraf entwendet? Ich wusste es. Wenn die Grauwerte euch für das Drachenblut hielten, würden sie euch schicken. Zumindest sind sie berechenbar. Als ihr hier auftauchtet, wusste ich, dass die Grauwerte euch geschickt hatten. Und dass ihr kein Spitze der Talmor wart. Ihr habt gesagt, dass die Talmor hinter euch her sind? Ja, wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel. Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Streich mal das vielleicht weg. Und was ist der Haken an der Sache? Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Wieso denkt ihr, dass die Drachen wieder lebendig werden? Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Oho. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Aber ich mag Drachen. Hör auf. Sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Okay, brüll sie einfach mal an. Wie habt ihr das alles herausgefunden? Ich brüll sie gleich an. Das solltet ihr wissen. Ihr habt die Karte für mich besorgt. Den Drachenstein, den ihr für Farengar besorgt habt. Wisst ihr noch? Stimmt, ihr wart in der Drachenfeste, als ich ihn ihm gab. Ach, ihr habt also tatsächlich aufgepasst. Ich habe veranlasst, dass Farengar den Drachenstein für mich besorgt. Das ist meine Aufgabe. Ich sorge hinter den Kulissen dafür, dass die Dinge geschehen. Ihr seid ja auch schließlich hier. Der Drachenstein war eine Karte? Ja, eine Karte alter Drachengräber. Ich habe mir angesehen, welche jetzt leer sind. Das Muster ist recht eindeutig. Es scheint sich von Südosten her auszubreiten, angefangen beim Jiralgebirge in der Nähe von Rifton. Das bei Künishain ist das nächste, wenn das Muster stimmt. Und wo soll es hingehen? Künishain. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Okay, dann lasst uns einen Drachen töten. Ich muss meine Reisekleidung anlegen. Gebt mir nur eine Minute, dann bin ich soweit. Klopp, fertig. Ja, zieh dich aus. Ich lese jetzt mal hier. Wir dürfen das eigentlich mitnehmen, ne? Ja. So. Ach, fertig. Das ist besser. Nice. Machen wir uns auf den Weg nach Künesheim. Ja, sofort. Lass mich mal eben dich mal noch schnell ausrauben. Ja, was wir nehmen dürfen, dürfen wir. Schön. Irgendwas. Ja, die ganzen Kräuter. Ein Fass. Nee, die lasse ich mal hier, weil... Was ist denn die Schale, die da so leuchtet? Lichtab.
Schön. Nice. Nice. Wir haben wir auch einen arkanen Verzauberer. Ist da ein Einhandschwert bei? Okay, ich habe zwei Hände, Stahlschwert. Doch, Schwert der Klingen. Sehr schön. Wow, wo hat die ein Schwert der Klingen? Da liegt Gold. Ah, tatsächlich. Ich habe da so eine Vermutung. Und zwar, ich glaube, dass die werte Dame Mitglied der Klingen ist oder war. Und das würde so einiges tatsächlich erklären. So einiges, einiges. Aber das ist doch jetzt mal wieder eine Wendung, die man nicht erwartet hat. Oh, darfst du mitnehmen? Ja. Schön. Oh, wir nehmen, was wir nehmen können, ne? Dann rüst mal das Schwert aus. Ist das wirklich besser? Ich bleibe momentan noch beim Bogen. Aber ich gehe davon aus, okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Raus, sie ist rausgegangen. Sie ist rausgegangen, ja. Ja, warte mal auf uns, Mädchen. Aber das ist ja mal wieder sehr, sehr typisch. Du erwartest irgendeinen alten Kerl mit, weiß ich nicht, Gandalf-Magie-Skills. Und dann kommt eine Tavernenbesitzerin daher, die dann plötzlich mega die, weiß ich nicht was, Xenia ist. So, sollen wir mit ihr zusammenreisen? Sie meint, wir können mit ihr zusammenreisen oder halt vorreisen. Braucht ihr etwas? Gehen wir. Ja, ich glaube, wir reisen mal vor, weil das wird sonst sich wieder ziehen. Wissen wir, waren wir denn jetzt schon überhaupt in der Richtung? Ach, ja, waren wir. Aber was haben, wir haben dazwischen irgendwas vergessen. Siehst du den grauen Stein da oben? Das hier? Ja, den Ritualstein, den haben wir nicht mitgenommen. Den Ritualstein haben wir, der Wächterstein. Die Wächtersteine. Wisst ihr was? Soll ich die Wächtersteine mal auf die Diebes? Nee, ne? Ich lasse sie mal. Nee, aber was ist denn der andere Stein da? Ritualstein, ja, keine Ahnung. Sollen wir hin? Jo. Dann ab zur nächsten. Ein Katana. Das ist das Katana, das wir gerade bekommen haben. Ernsthaft? Ja. Das ist das Katana der Klingen. Denn die Klingen sind eine Organisation des Kaiserreiches ursprünglich gewesen, oder sind sie wahrscheinlich immer noch, so eine Art Elite-Gruppe. Und die Klingen benutzen alle Katanas und kämpfen mit asiatisch angehauchten Waffen. Da hinten lang, genau. Warte, selber irgendwie mich ein bisschen orientieren. Würde jetzt ganz gerne meine Markierung hinsetzen. An diesem... So, da sind wir wieder. Ja, sorry für die kurze Unterbrechung. Haben wir beide kurz eine Mauszeit gebraucht. Jetzt geht es auf jeden Fall direkt weiter. Wir gehen zu diesem Wächterstein oder was es auch immer hier war. Hier habe ich meine Markierung gesetzt. Genau. Ich das liebe. Hast du herausgefunden, wie oft du das jetzt verwenden kannst? Immer noch nicht. Doch, wirklich? Immer so lange. Da oben, wenn das, ja, wenn das Blaue wieder zu ist, hast du wieder Stimme. Ja. Wie heißt es? Kann man eigentlich, während man rennt, nicht springen? Was ist denn hier los? Banditen? Eigentlich. Ich bin gerade erst warm geworden. Was ist denn hier? Greifen die dich an? Keine Ahnung, geh mal hin. Das ist Delfin und das ist jetzt wer? Ein Beschworener. Sitzt bloß nicht in Brand, in Ordnung? Wächter von Stendar. Keine Ahnung, was sie jetzt für ein Problem miteinander hatten. Warum habe ich jetzt den Nordzweihänder mitgenommen? Egal. Stahlpfeil. Man kann ja, ich denke mir das immer so, man kann es immer nur ablegen, wenn es, Jetzt wartet sie ja doch auf dich. Dash mit Lane. Wir sammeln ein bisschen. Das ist, glaube ich, kein Wächterstein, das war ein Runenstein, oder? Denn die Wächtersteine sind ja die anderen. Genau, aber keine Ahnung, was das bringt bestimmt irgendwas. Ich gehe davon aus, dass das so eine Art, wie nenne ich das jetzt? Nicht jetzt. Ja, wirklich? Ich. Sehr schön. Und genau deswegen kämpfe ich so ungern mit anderen, weil die mich immer verraten. Aber hast du jetzt gezoomt?
Nö. Ich mach das mal eben vor, das Zoom geht so. Nee, das war schon der Tote. Das war nicht schon der Tote. Das entdeckt steht da wegen ihr, weil sie sieht mich ja. Das ist halt auch einer der, wo ist der andere jetzt? Ist abgehauen, keine Ahnung. Nö, das waren die zwei. Das ist auch einer der Gründe dafür, weswegen ich so ungern mit anderen reise, weil entdeckt steht dann immer da und du weißt einfach nicht, Da oben links ist ihn. Was? Auf der Karte, wir müssten da lang. Ja, ja, und ich sehe da auch noch. Das hier. Passt es. Und das da. Irgendwie tun sie mir ja auch einerseits leid, andererseits irgendwie auch nicht. Und sie prügelt sich mal wieder. Ach, die ist mir so ähnlich. Ich weiß. Ab in dir. Das ist schwer. Super. Ich hoffe, ihr seid ein Drachen. Oh Gott, ich habe die ganze Zeit rumgebrüllt, ey. Ganz im Ernst. Du bist auch taub oder was, ne? So, hier. Sind wir denn schon da? Ist der hier, der Wächterstein? Der müsste, ne? Ja, direkt hier irgendwo. Das Ding ist jetzt sehr hell. Und wir könnten hier den Raum bei uns noch mehr verdunkeln, das wäre so gut. Ich stürze wahrscheinlich gleich in den Tod, ich sehe dazu kommen. Da ist er doch. Gegner? Nö. Ja, das wird. Das wird was. Entweder ein Daedra-Ding sein oder irgendwas, glaube ich nicht mal. Ich denke, das ist einfach so. Da kriegst du eventuell, wenn Mond drauf scheint, Rüstung, irgendwas. Wer unter dem Zeichen des Rituals steht, kann einmal pro Tag Leichen in der Nähe wiederbeleben, damit sie für einen kämpfen. Nee, ich habe ja einen anderen. Okay, dann ab runter und jetzt geht's ab zu... Aber hier kann man sein Sternzeichen wechseln, das ist das nämlich. Wir haben ja ganz zu Anfang nämlich ein Ritualzeichen und so ein Zeichen gewählt. Sternzeichen, oh, ja, hier wäre es hochgegangen. Und ja. Ja, toll, wo kommen die jetzt? Ja, lauf einfach weiter. Ja, dann üb du mal. Ich fange den Schmetterling in der Zeit. Sehr schön. Ja, wunderbar. Die Dame nimmt uns ein bisschen Arbeit ab. Und wir looten in der Zeit überall mal. Also wenn du willst, kannst du jetzt eigentlich Schnellreise zu dem Dörflein machen. Ich glaube, ich nehme jetzt mal so ein bisschen was davon hier mit. Guck mal, bis da vorne. Wir hier so haben, weil wir haben so wenig Landschaft bisher nur gesehen. Und ist wieder ein Wolf. Ganz das ist, glaube ich, ein Fuchs. Geht sie jetzt hier ab oder geht sie weiter runter? Die geht weiter runter. Ist das ein Fuchs? Ich finde das sehr süß, dass die Füchse uns nicht angreifen. Ich mag Füchse. Das ist ein berüchtigtes Banditenversteck. Aber es ist auch der schnellste Weg nach Künesheim. Also müssen wir vielleicht ein paar Banditen töten. Oh, das ist schon okay. Siehst du, so entdecken wir auch ein paar mehr. Wir könnten theoretisch jetzt noch was kochen. Ja, brauchen wir nicht. Haben wir aber jetzt keine Lust dazu. Wir sind ja auf geheimer Mission unterwegs hier. Mit einer Fackel in der Hand. Sehr geheim, ne? Da, was haben wir da? Auf jeden Fall kein Bandit. Ach doch? Nun ja, ist wohl weggelaufen. Hört er sich? Lol.
Naja, egal, kaputt ist kaputt. Hippie. Hilfe. Und wo ist sie jetzt hin? Oh, sie hat sich versteckt. So macht man das halt, wenn man das Drachenblut beschützt, gell? Ich habe das Katana übrigens mal ausgerüstet. Hast du gut gemacht. Also, liebe Leute, das ist das Katana. Sehr schön, ne? Wir sollten in Bewegung bleiben. Ist ja gut. Wir sind doch in Bewegung. Wie weit sind wir denn von dem Dorf entfernt? Ich schau mal eben auf die Karte. Daniel hat mir jetzt das Springen und alles umgelegt. Ach, oh, das ist aber noch eine weite Strecke. Da waren wir noch nicht. Ja, da waren wir noch gar nicht. Also wir mussten nur hier durchreisen. Richtig. Schalter und Trümmer. Und deswegen bleiben wir jetzt hier so auf dem Weg. Und gleich bin ich nett zu euch und versuche Daniel zur Überlänge zu überreden. Sind wir eigentlich schon drüber, aber das macht ja nichts. Oh, Spinnen. Wow, die ist gar nicht mehr so... Wir sind vergiftet worden, das ist nicht so schön. Egal, sie ist gleich tot. Ja, aber das Gift könnten wir eventuell immer noch haben. Aber warum regenerieren wir uns? Keine Ahnung, warum wir uns regenerieren. Haben wir irgendwas an, das uns Regeneration gibt? Kann vielleicht sogar sein. Wir sind so uninformiert. Furchtbar, ne? Sehr schön. Aber man sieht, bei Nacht kommen auch ganz normal Tiere auf einen zu. Und es kommen vor allen Dingen andere Kreaturen bei Nacht, müsst ihr wissen. Gerade wenn ihr im Level aufsteigt. Was? Ein Widder. Ne. Da wurde es entdeckt. Bisschen jagen hier. Sind ja nur virtuelle Kreaturen. Das sage ich mir immer. Vielleicht würde dir Witcher 3 Wild Hunt gefallen. Gut möglich, das wollte ich eigentlich auch mal spielen, muss ich sagen. Nur im Moment finde ich das ein bisschen sehr gehypt. Mich nervt das ja, immer, wenn die Sachen ja enorm. Fall euch runter. Naja, der Fall ist weg, egal. Eine Libelle. Wow. Die Strömung ist ganz schön krass hier kann ich jetzt eigentlich nicht so wirklich rein, finde ich. Na dann komm, geh wieder auf den Weg. Wir müssen noch zur Stadt. Wir haben eine Aufgabe. So ist es. Wir haben eine Aufgabe, da hat er recht. Da ist auch unser Widderchen wieder. Ich lass den jetzt mal leben, weil ich bin ja wieder vom Sternzeichen und man. Denk daran, wir suchen keinen Ärger. Wir müssen so schnell wie möglich nach Kindesheim gelangen. Ja, das tun wir doch. Aber ich finde es schön, wie so eine Open World geschaffen worden ist. Also generell halt bei Spielen, wo man überall hin kann, was man sieht, finde ich immer extrem super gemacht. Ja. Ich habe letztens auch beim Leveln, wie gesagt, das habe ich nicht aufgenommen. Banditen? Ich werde mir eben kurz speichern. Letztens beim Leveln einen gesehen. In der Nähe von Weißlauf ist zum Beispiel ein Drolldorf und die sind natürlich mega stark, so ein Riesendorf, das haben wir, die haben wir ja nicht gesehen, die haben wir ja nicht besiegen können, pardon, und ich erzähl schnell, da hat einer einen bemalten Ochsen nachts durch die Gegend geführt und er wollte auch keine Hilfe oder so, nur der hat die halt dann den Riesen zum Opfer, so eine Opfergabe, ich kann nicht reden, seht ihr, ich kann nicht reden. Ja, gegeben und das ist auch so random, was wir du halt findest. Weg nach Einsamkeit finden. Belästig mich nicht, Bauer. Ich Bauer? Habe eine lange Reise hinter mir und für diese Geschenke zu viel Geld bezahlt, um zu spät zu Vittorias Hochzeit zu kommen. Viel Spaß bei der Hochzeit. Gerne, wenn wir es bis dorthin schaffen. Ich habe euch gesagt, dass es sich um die Hochzeit von Vittoria Vicky handelt, einer Händlerin mit vielen Verbindungen zur ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Die Cousine des Kaisers. Haltet die Augen offen. Wir kommen. Das ist zum Beispiel jetzt eine sehr gute Gelegenheit, wenn man einen Dieb spielt, weil man könnte den einfach ausrauben und hätte dann sehr viel wahrscheinlich an Gold. Aber das machen wir
ja nur in Twitch, ne? Yep. Und hier sind wir jetzt ja einer von den Guten. Und ja, und in Twitch werden wir definitiv einen spielen, der vielleicht ähnlich geskillt ist. Weil ich das so gerne mache mit Magie und Schießen. Leichter Rüstung. Aber, definitiv ein Dieb, der dann auch der Attentätergilde beitreten wird und alles. Und Meuchelmörder werden wird und all sowas. Und das werden wir hier nicht machen. Wie gesagt, wenn ihr das sehen möchtet, wartet noch ein bisschen ab. Wir sind das momentan alles am Einrichten, aber dann machen wir das demnächst bei Twitch. Das werden wir aber natürlich, falls ihr das ne, zeitlich nicht schafft oder so, wir werden das natürlich schon aufnehmen und auch online stellen. Vielleicht verlieren wir beide unser Leben, aber wenigstens komme ich so aus Flusswald heraus. Ich glaube, sehr schön für dich. Ich bin für das ruhige Leben einfach nicht gemacht. Danke, so, dass du mich mit reinziehst. Und hier würden wir dann jetzt auch mal einen Cut machen, damit genau, das nicht eine zu große Überlänge wird. Was mich interessieren würde wegen des Zweitcharakters auf Twitch, wir haben ja gesagt, dass wir das mit einem Khajiit machen wollen. Ich bin aber so dazwischen zwischen Argonia und Khajiit. Und eventuell vielleicht Wild Elf. Diese drei stehen zur Auswahl. Bitte schreibt in die Kommentare, was euer Favorit für unseren Bad Guy auf Twitch werden soll. Oder was es ist. Und lasst uns das bitte wissen. Es fällt uns dann ein bisschen einfacher, uns da zu entscheiden. Gut, und dann danken wir hier fürs Einschalten. Wir gucken mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Auf jeden Fall nicht mit Fillern. Danke, bis dann. Ciao. Ciao.